So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Three Kingdoms Total War. Dongtuna greift uns an und er hat uns über den Flussweg diesmal angegriffen. Er hat ganz viele von diesen Nang-Man-Kriegern dabei. Die haben echt richtig viele Lebenspunkte. Nicht die besten Werte, aber es sind halt massig an Truppen. Ja. Gucken, ob wir ihn irgendwie aufhalten können. Wir haben sogar leicht mehr Truppen als der Feind. Und wir haben Fernkämpfer. Ich weiß nicht, auch hier müssten ja wieder Türme stehen. Mit den Türmen müssen wir ein bisschen arbeiten. Ja. Okay. Und hier ist es wahrscheinlich, dass er an zwei Punkten angreift. Nämlich entweder hier und dort. So. Stelle ich die genau hier auf, weil dann können die. Sind die im Einflussbereich von beiden Türmen. Genau. Und hier schießen vor allem gleich auch vier Türme gleichzeitig. Das ist auch ganz wichtig. Genau, es waren alle Truppen, ne? Mehr haben wir nicht. Na doch, ihn haben wir noch als Kommandanten. Dann werde ich versuchen, ihn mal wegzulocken, dass die Türme lange, so lange wie möglich auf ihn schießen. Er hat ja auch einen Bogen, er hat 18 Munition. Vielleicht können wir mit ihm entscheidenden Schaden austeilen. Los geht's. So, er schießt schon mal. Er macht halt immer einen Kill, ne? Hauptsache die Türme schießen möglichst lange. Versuchen wir ihn mal wegzulocken, genauso wie die anderen Helden. Er ist ja relativ schnell, er müsste schneller sein als die anderen Helden, oder? Hier schießen wir schon mal. Bewegung! Bewegung! Lauf, lauf! So, das läuft ganz gut tatsächlich. Hier erstmal ihn abzulenken. Formieren. Der General braucht Hilfe! Lauf! Immer ein Tempo! Okay. Bewegung! Bewegung! Das klappt, das klappt, das klappt. Gut, dann schicke ich jetzt gleich mal die Infanterie rüber. Auch schon 35 Kills jetzt mittlerweile gemacht. Okay, das war knapp. Ich reiß euer Herz raus. Sollte mir das etwa Angst einjagen? Feuer frei! Feuer! Schneller! Schnell ausrücken! Unsere Männer rennen davon! Diese Feiglinge! Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ah, oh, das ist überhaupt nicht gut. Das machen mehr Kills. Gut, im inneren Ring haben wir auch noch ein paar Türme. Mein Fraktionsanführer ist einfach schwächer. Ihr seid erledigt. Vielleicht kommen die ja nochmal wieder. Ihr sprecht weise für ein Kind. Das wird schwierig werden. Ja, hier wollen welche Eifel hinter die Türme rennen, dass die wieder schießen. Die Reinheit flieht, Feiglinge. Sehr gut, sehr gut. Sieht gar nicht so schlecht aus gerade. Los, los, los! So ein bisschen Angriffsschaden hier machen. Bewegung! Im Laufschritt! Beeilt euch! Bewegung! Im Eintempo! So, wir haben noch immer Bogenschützen. Die hier volle Kanone drauf schießen. Los! Ich hoffe, eure Klinge ist schärfer als euer Verstand. Bereit machen! Nee, jetzt werden wir verlieren. Das werden wir tatsächlich verlieren. Unsere Männer rennen davon, diese Feiglinge. Denke ich mal. Es ist soweit! Los! Achtung! Bereit! Achtung! Haltet euch bereit! Das wird nicht ausreichen. Los, los! So, da ist wieder einer, der weggefallen ist. Aber die, ja, die Bogenschützen rennen jetzt auch weg. Nee, das klappt nicht so, wie es klappen soll.
Reit euch! Bewegung! Lauf, ich hab nur noch meinen Fraktionsanführer jetzt. Ja, wir kämpfen hier bis zum Schluss. Sehr gut, die wanken die Einheiten. Los, los, los! Angriff! Immer ein Tempo! Im Laufschritt! Lauf! Bewegung! Geschosssalve! Schneller! Sehr gut. Vielleicht die werden sich mit Sicherheit wieder sammeln hier, die Truppen. Die Reinheit flieht, Feiglinge! Sehr gut. Okay, wir raus. Lauft, lauft! Durch dieses Hit and Run machen wir gerade wirklich ziemlich viel Schaden. Achtung! Marschiert schnell! Beeilt euch! Bewegung! Aber wehe, er verliert sein Pferd. Los, los, los! Waffnet euch! Erledigt sie! Lauft! Bewegung! So, die Bogenschützen sind wieder da. Das ist gut. Mehr. Okay, weg. Tempo. Schnell ausrücken! Schneller! Los, los, los! Seht, wie sie rennen! Sehr gut, sehr gut. Da fehlen wieder Einheiten. Sehr gut, die Infanterie haben wir jetzt schon fast vertrieben. Bewegung! Oh ja, sehr gut, sehr gut. Vielleicht sammeln sich die anderen Infanterieeinheiten ja nochmal. Sehr gut. Los, los, los! Bewegung! Im Laufschritt! Raus. Schnell ausrücken! Raus! Lauf! Beeilt euch! Bewegung! Seht, wie sie rennen! Feige! Haltet euch bereit! Bereit! Schneller! Im Eintempo! Lauf, lauf! Bereit machen! Lauf! Okay. Bereit machen! Das wird trotzdem nicht reichen. Gut, ich kann jetzt hinter den Turm locken, dass der Turm schon mal wieder schießt. 13.000 Leben. Macht ja auch gar nicht so wenig Schaden, wenn ich ihn jetzt hier nach und nach weglocke. 12.000. Es ist soweit! Bogenschützen, antreten! Bereit machen! 10.000, ja, der Turm macht Schaden. Der Turm macht Schaden, hat 8000 Leben. Antreten! Beeilt euch! Bewegung! Es ist soweit! 5000, den habe ich gleich. So, die fliegen jetzt zwar gerade. Nein, oh nee. Die Krieger jetzt fliegt mein Kommandant. Ach, das war wirklich ziemlich knapp sogar gerade. Wir haben ihm hohe Verluste zugefügt. Ach, Mist. Das tut weh. Das tut jetzt wirklich weh. Ach, Mist. Fraktion konföderiert. König Meng Hu Au Huinan. König Wulu hat Shiri den Krieg erklärt. Das ist natürlich jetzt echt böse. Weil seine Armee aktuell nicht in dem Gebiet. Erhöhte Rekrutierung. Der kleine Eroberer. Sangxi, Sohn des verstorbenen Sohn Jian, ist im ganzen Land für seine Heldentaten bei der Eroberung der Südlande bekannt. Das Volk hat begonnen, ihn den kleinen Eroberer zu nennen und auch ihr vernehmt diesen Namen in eurer Hauptstadt. Macht euch bereit! Okay. Die sind stark angeschlagen und es dauert auch eine Weile, bis er da wieder verstärkt. Ausgangsstellung. Na, erstmal ziehe ich die jetzt hier zurück. Ich bin erfreut von eurem Ruf. Okay, ich kann ihn entfernen. Willkommen,
Dann müssen wir jetzt hier die Truppen alle wieder rekrutieren, weil hier brauchen wir sie jetzt hier. Bündelt eure Leidenschaft. Erhebt die Bauern. Hier bekommen wir auch viel Kavallerie. Pu Yang Ying. Vertraut eurem Instinkt. Da fehlen mir aktuell die Männer. Wie weit kommt der? Handelt schnell! Rührt euch! Ich bleib mal in diesem Umfeld. Nicht, dass der hier auf diese Stadt zieht. Marschieren! Zum Dienst! Gut, das ist eine Hauptstadt. Haben wir hier Mauern? Nee, wir haben nicht mehr Mauern. Das heißt, darum müssten wir uns auch kümmern. Bericht der Armee. Der ist vernarbt. Naja, das sorgt zumindest für mehr Moral beim Angreifen und für Autorität. Kommt Uriah am Kampf. Siedlung verloren. Wir haben eine Kleinstadt errichtet und noch eine Kleinstadt. Das heißt, wir können erstmal fleißig Gebäude jetzt bauen. So. Dann baue ich jetzt hier eine Gaststätte. Ja, also überall Hauptsache noch Industrie. Und hier fehlt uns das Gold. Gut, dann fehlt es erstmal. Mit dem müssen wir wirklich klarkommen. Frieden schließen geht bestimmt nicht, oder? Die Ehre ist ganz meinerseits. Nee. Kommt herein. Sprecht. Wir führen sehr viele Kriege aktuell, aber ich denke, wir kriegen das in den Griff. Hier könnte ich einen ländlichen Steuereintreiber bauen. Das Gebäude kostet halt nichts. Wir können das auch erstmal bauen und wir reißen es einfach ab, wenn wir es nicht mehr brauchen. Ja, besser als nichts. Und dann können wir einen Auftrag hier vergeben. Der braucht auch eine Aufgabe. Wo werden wir denn in Zukunft am meisten Kriege führen? Ich denke mal in der Region. Das heißt, hier kann etwas zusätzlicher Nachschub eigentlich nicht gerade schaden. Entweder wir nehmen reduzierte Zeit für Musterung oder Nachschub. Ich glaube, Nachschub ist tatsächlich besser in der Region. Weil hier werden wir viele Kriege führen. So. Lasst euch beugen, nicht brechen. 160, gut, die kosten nicht wirklich. Na, das Einzige, was die mehr haben, ist mehr Rüstung, ne? Die wiederum haben hier deutlich mehr Reichweite. Die haben nur 120. Dafür haben die weniger Munition. Aber die machen... Aber komischerweise machen die komischerweise auch keinen rüstungsdurchdringenden Schaden. Was haben wir hier? Angriffsrate. Die haben eine viel höhere Reichweite hier, diese mittlere Armbrustschützeninfanterie. Ne, die sind schon besser. Okay, ich rekrutiere jetzt so nochmal gar nichts. Wir warten erstmal ab. Der mächtigste Baum lebt von seinen Wurzeln. So, Feuerrate im Fernkampf. Ausweichen im Nahkampf für Nahkampfinfanterie plus 25 Bonuserfahrung für Einheiten pro Jahreszeit. Er ist ja auch Fraktionsanführer. Das nehme ich mal. So. Das kriegt sich hier von alleine in den Griff. Tja, mal gucken, was er jetzt hier macht. Erwägt Kooperation es. Ablehnen. Wir ziehen es zurück. Er bleibt erstmal dort.
Und dieser Mulu ist auch noch nicht aufgekreuzt. Okay, das ist schon mal gut. Fraktion konföderiert. Lady Shurong, Yang Feng. So, der hat den... Du, sie hat Yang Shi... Stämm den Krieg erklärt. So, unser Stammbaum erweitert sich jetzt gerade schon mal ordentlich. So, adlige Geburt. Beseitigt Zweifel. Ich glaube, wenn ich mich bewege, habe ich nicht mehr die erhöhte Verstärkungsrate. Willkommen. Nee, hier will ich erstmal nicht rekrutieren. Wir haben ja noch diese eine Armee, die wir hier aufstellen könnten. Hier, Shi-Rin, der hat hier immer noch G-Infanterie. Oder Lu-Zu mit den sehr schweren Einheiten, aber die sind so teuer. Dann nehme ich lieber diese G-Infanterie. Oder Shi-Yi. Der hat ja eine... Er hatte eine bessere Waffe. Er hat halt eine richtig gute... Er ist ein richtig guter Kämpfer. Ja, wir holen uns ihn. Er ist ein sehr guter Kämpfer. Stahl für den Kampf. So. Rücken aus. Es dauert jetzt hier alles seine Zeit. Ehrt eure Ideale. Wir machen immer noch ein bisschen Gewinn aktuell. Da brauchen wir jetzt einfach ein bisschen Zeit. So. Okay, das breche ich doch ab. Wir bauen hier nächste Runde dann noch eine Pferdewechselstation. 50 Gold fehlt uns. Es muss ja langsam möglich sein, noch ein weiteres Handelsabkommen abzuschließen. Dieser Duo-Sie. Willkommen. Lasst uns reden. Will keinen Frieden. König Mulu probiere ich gar nicht erst. Möge Einheit uns heute leiten. Beim Süden sind wir halt auch ziemlich isoliert. Also die Hahn haben wir keine Freunde. Können wir mit den Hahn vielleicht was traden? Der hat sowieso genug Nahrung. Das heißt, Nahrung. Es ist an der Zeit, dass wir miteinander reden. Die Möglichkeit sein. Da werden wir wohl kaum Gold bekommen. Nee, das lohnt sich absolut gar nicht. Die Siedlung müssen wir erstmal zurückerobern. Danach kann es weitergehen. Mateng hat Dongming den Krieg erklärt. Brüderlich versus Treue. Diskutiert die Natur der Treue mit einem engen Freund und besprecht, ob man eher seinem Herrn oder seinen Brüdern gegenüber treu sein sollte. Ist das Blut wichtiger als die Hierarchie oder zählt nur das Wort der höheren Männer? Treue gegen Brüderlichkeit. Wissen, Wunsch nach höherem Amt. Das verringert noch die Ambition als Verwalter Unabhängigkeit zu erlangen, deswegen nehme ich die Treue. Ja. Der Eroberer kehrt zurück. So, die Pferdewechselstation wurde gebaut. Dann baue ich jetzt hier noch. Ah, ne, den Dockhandel, das muss ich bauen, ja. Dockhandel. 50% Einkommen aus Handel. In Ordnung. Und übersteht das Elend.
So, bis jetzt hat mich Mulu noch nicht angegriffen. Aber er hat hier eine 10er Garnison, er hat hier auf Alpha eine Armee. Und er hat hier auch mittlerweile Rinnan erobert. Hm. Antreten. Okay. Ich werde die Armee sicherlich dann hier sogar entgegenschicken. Hier werden wir alles so ein bisschen bekommen. Na, wir nehmen noch ein bisschen Gold mit. Wir kriegen jetzt ja gerade 1500 Gold pro Runde. Ja, Mulu kommt. Hm. Der meint's ernst. Der wird die Siedlung bestimmt auch erobern. Ist ja jetzt die Frage, welche Stadt will ich retten? Die oder die? Zurück auf Ausgangsposition! Es ist nicht möglich. Okay, wir bewegen uns jetzt hier genau an die Grenze. Bleibt in Bewegung. So. Oh, er zieht sich sowieso gerade zurück. Okay. Naja, der wird die Siedlung erobern. Aber das schafft er nicht. Er schafft es nicht mehr am Marsch bis dorthin. Gut, ich bleib dort, dass ich noch das letzte bisschen Verstärkung bekomme. Folgt eurem Herz. So, einen hinterhältigen Diener haben wir erhalten. Ja, dass dieser Mulu mich jetzt hier allerdings angreift, das gefällt mir gar nicht. Bringt es hinter euch. Das ist echt eine starke Armee. Der habe ich nichts entgegenzubieten. So, wir haben erstmal eine weitere Reform. Handelseinfluss. 25%. Hier bekommen wir einen Spionposten. Aber ich kann gerade Gold eher gebrauchen. Dient dem Volk. Weiter geht's. Mulu wird belagern, wenn er nicht sogar direkt angreift. Ich habe nicht geschaut, ob er ein Belagerungsgerät dabei hat. Oh, er greift gar nicht an. Haltet eure Streitkräfte bereit. Shamok greift mich an. Er ist im Marsch gegangen. Okay, interessant. Aber er greift mich an. Okay, das können wir automatisch machen. Das gewinnen wir nämlich. Sehr gut. Und ich verstärke die Runde sowieso. Freilassen. Sie haben genug gelitten. Lösegeld. Vereint sie mit ihrer Sippe. Dong Ming hat mit Wang Kuang ein Friedensabkommen unterzeichnet. Liu Biao ist eine Koalition mit Cao Cao eingegangen. Shamok hat Shi Ri den Krieg erklärt. Kong Shu hat Cao Cao den Krieg erklärt. Ja, so. Die Zukunft nutzen. Ein Gelehrter schließt sich eurer Fraktion an und bittet um eine Audienz. Er erklärt euch taktvoll, dass er seinem vorherigen Herrn zwar an Führungsqualitäten fehlte, er aber über Fortschritte verfügt, die in eurer Fraktion noch nicht angekommen sind. Er empfiehlt euch viele sinnvolle Reformen, die den Mutigen offenstehen und sagt, dass er in euch Mut erkennt. Ihr dankt ihm für seinen Rat und überlegt nun, welche Ideen ihr euch zu eigen machen könnt. So, wir haben einen Gelehrten erhalten. Hm. Wo will der hin, ist die Frage. Ja, wir müssen erstmal Tang Shong zurück. Nur ein totes Herz lehnt den Höhenflug des Sommers ab. Das Volk kann nicht zum Schweigen gebracht werden. So, Gold, Unterstützung und... Sie kämpften nur für ihren Glauben. Kann ich mit der Armee Tang Shong erobern? Das könnte funktionieren. Kämpft mit Feuereifer! Ja. Sehr schön. Dann haben wir die Siedlung auch zurückerobert. Kämpft ihr mit Überzeugung, so seid ihr unbesiegbar.
Überall breitet sich Ordnung aus. So, ja, die öffentliche Ordnung sinkt, aber nicht wirklich rapide. Und hier generieren wir jetzt auch wieder. Rücken aus! Charakterentwicklungen in die Zukunft nutzen. Wir haben einen Schamanen erhalten. Charakterringe auch erhalten. In Ordnung. Oh, wir haben so viele Feinde, das kann es doch nicht sein. Macht der vielleicht jetzt mal einen Wunsch zu sprechen? Immer noch nicht. Aber er hat uns noch nicht belagert hier. Und ich habe meine Truppen jetzt nach und nach versammelt. Haltet durch! Seid willkommen und sprecht. Wie kann ich dienen? So, Charakterübersicht öffnen. Vielleicht habe ich ja hier nochmal einen, der die... Lehnt Korruption ab und übersteht das Elend. Der ein bisschen mehr für ein bisschen mehr Nachschub sorgt. Willkommen, lasst uns reden. Nee, die sorgen alle nicht für mehr Nachschub. Wer steht vor den Toren? Er erhöht den Nachschub, okay. Das heißt, wir sollten die auf alle Fälle dann alle transferieren, die Einheiten. So, plus 25 Geschwindigkeit von Angriffen. Ja. Jetzt haben wir zumindest auch relativ viel Gold bekommen in den letzten Runden. Ja, wir brauchen jetzt auch ordentlich Armeen. Ich rekrutiere jetzt hier gleich mal eine weitere Armee. Oder... Guang Yu könnte ich mir auch eine Truppe holen. Tai Shi Si. Sieht auch ziemlich gut aus. Ist auch ein besonderer Held. Bringt sogar mittlere Hellebardenkavallerie mit. Okay, den rekrutiere ich jetzt hier. Bleibt in Position! So, den haben wir jetzt auch für unsere Fraktion geholt. Bereitet meine Gemächer vor. So, 21 Zufriedenheit. Das war erstmal ganz gut. Der bekommt auch direkt mal einen Anhänger. Ja, das sind tolle Einheiten. So. Und dann brauche ich jetzt hier den Dockmarkt. So, perfekt. Ah, Mann, aber wirklich, also der, wenn der mich nächste Runde belagert, ist halt die Stadt weg, so, ne? Und das würde schon wehtun. Na, wir werden es uns anschauen. Aus irgendeinem Grund belagert er mich aber dort nicht. Das verschafft mir natürlich alles Zeit. Wertvolle Zeit. Heirat von Meng Huo und Shu Rong. Meng Huo und Shu Rong, vom Himmel füreinander bestimmt, haben ihre Stärke durch eine Heirat vereint. So sind auch ihre beiden Stämme nun verbunden und sie werden sich als geeinte Front gegen alle, die sich ihnen entgegenstellen. Meng Huo und Lady Shu Rong sind vereint. Ein Tonschwein erhalten. So, die ist von ihrem Auftrag zurückgekehrt. Oder die kommt nächste Runde zurück und er auch. Streckt euch immer Richtung Himmel. Okay, dann. Geht's jetzt hier in die Richtung? Zur Eroberung! Hinaus und weiter! Achso, die kann ich nicht zusammenlegen, das ist blöd. Aber ich kann ihn entfernen. Und dann kann ich ihn hinzufügen. Zerstört Korruption. Pflegt Geduld. So. Die Wahrheit ist. Und er ist jetzt sowieso ganz vorne. Er erhöht ja auch den Nachschub um diese 5%. Und die brauche ich hier. Ja, das geht ziemlich zügig. Okay. Ja, sehr gut. Wenn wir die ganzen Armeen hier zusammenziehen, dann haben wir einfach eine gute Chance gegen Mulu. Was auch immer der hier gerade macht. Also, das verstehe ich auch nicht ganz. Der steht irgendwie im Einflussbereich der Stadt und kann nichts machen. Also der könnte die Stadt belagern, ja. Hat er bisher aber nicht die Anstalten gemacht.
Eine unmögliche Aufgabe. Unser Feuer ist erloschen. So, jetzt mache ich noch 300 Gewinne. Alter, so viele Kriege. Lasst unsere Gespräche von auf. Die KI meint's ernst. Na gut, ich verabschiede mich erst einmal. Wir schauen mal, wie es hier in Zukunft weitergeht. Ja, der, gut, der hat schon wieder eine Garnison. Vielleicht behalte ich ihn einfach auch hier. Dass wir eine Armee haben, die hier so ein bisschen switchen kann. Die stellen wir dann genau dazwischen auf. Und die geht dann je nachdem nach Tanshong oder nach Guangyu. Weil dieser Dongtuna hier, der lässt ja nicht ab. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald.